Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Die zucken hier komplett aus gerade. Vielleicht müssen wir einfach mehr davon produzieren. Wir könnten ja hier drüben das bauen. Dann können wir das hier gleich mal verwenden und sagen, wir wollen. Hallo. New Blueprint. Wir wollen hier alles. Toll, man hört hier, glaube ich, gerade nebenbei den Drucker. Der ist gerade neu am Einrichten. Der spinnt rum. Ich weiß nicht, HP ist echt nicht mehr, absolut nicht mehr fähig, irgendwas zu machen. Oxygen. Ja, toll. Ja, erstell eine Ausrichtungsseite. Du bist mein Hero. Oh Mann. Wahrscheinlich kann man es nachher eh wieder nicht lesen. Kauft euch keine billigen Drucker. Hab's nur Probleme damit. Also, Oxygen. Blödsinn. Elektrolyzer. Wenn ich das richtig geschrieben habe. Ich hoffe. So, haben wir das. Klatschen das. Dahin, zum Beispiel. Oder hier hoch. Irgendwo dahin. Genau, wir machen das einfach mal dahin. So. Eine Ausrichtungsseite drucken. Ja, ganz toll. Mach mal. Spuck halt aus. Oh Mann. Ich gehört den Mann. So, oder was? Wichtig. Nach unten. Aha, toll. Schön, dass man beim Scan auch zeigen, wo unten ist. Aber hey. Oh, Drucker. Drucker haben ein Eigenleben. Machen wir das so. da müsst ihr dann freimachen für die Transformatoren. Ausrichtungsseite nicht erkannt, Alter. Das ist so scheiße. Ich sag's euch. Das ist so scheiße. Das mache ich jetzt, glaube ich, schon das vierte Mal und ja, er erkennt die Ausrichtungsseite halt einfach nicht. Ich meine, ist der Scanner hin? Keine Ahnung. Das ist einfach eine Scheiße. Einfach eine Scheiße. So, das heißt, wir machen die dahin und klatschen die Rohre dann da rein. Genau, den Anschluss hier werden wir nicht brauchen. Moment mal. Bist du der Richtige? Ja, super. Das hätten wir soweit. Dann Vents. Du gehörst nicht daher, du gehörst da rum. Rip. So und so. Geht dann da rein. Sauerstoff. Achso, das sind hier. Den haben wir da. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wie machen wir das? Verdammt! Gut, das können wir sicher noch überlegen, wie wir das planen. Das werden wir erst später planen. Wäre cool, wenn du die Teils hier mal bauen könntest, damit die mal. Ja, toll. Konnte die eine Richtungsseite wahrscheinlich trotzdem nicht lesen. Und ich schätze mal, er wird trotzdem nicht drucken können. Er reagiert nämlich einfach nicht mehr. Man sagt, er soll irgendwas drucken. Es passiert einfach nichts. Fehlerdiagnose sagt, ja, es ist ein unbekannter Konfigurationsfehler aufgetreten. Toll! Unbekannte Fehler sind immer die besten. Wie ist denn das System hier gebaut? Könnten wir sagen, der versorgt nur den Teil hier und der versorgt nur den Teil hier. Was übrig bleibt, geht dann eh. Dadurch und runter.
Wäre auch cool, dass wir das hier mal ausschalten können, um hier Kühlleitungen reinzubauen. Könnt ihr mal vorbereiten. Sagen wir mal, das Problem ist, da brauchen wir auch irgendwie kühles Wasser. Das müssen wir von irgendwie dann einschleusen. Sagen wir, achso. Ja, ruhiges Kupfer. Fangen wir hier unten an. So, 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 so. Von mir ist auch so. Da brücken wir drüber. Hier hin, hier hin. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Dahin, dahin, dahin. Und dann verbinden wir das Ganze, sagen wir, gehen hier rein. Fuck. Rup. So. Dann geht's hier raus. Hier rein. Da wo es reingeht. Wenn wir es allerdings isolieren. Wollen wir schließlich die Temperatur vernünftig behalten. Leute, ihr könnt das noch gar nicht bauen. Warum ist das so weiß markiert? Ihr könnt es ja gar nicht bauen. Die Leitungen hier sind teils schon erledigt. Das stimmt hier eh überein, das passt. Machen wir das noch so. So, also ganz wichtig, dass ihr das hier flott baut, bitte. Mip, danke. Der baut das gleich da durch, cool. Dass wir da keine Probleme haben. Und da ist wohl wieder Zeit für... Oder... Je nachdem. So, drehen wir den Drucker mal ab. Schauen wir mal, beim Hochfahren wieder rumjammert. Das lasst halt mal open, bitte, danke. Eigentlich können wir das hier eh ruhig mal ausschalten. Üb. So eigentlich, das war nicht richtig. Das bringt uns so nicht ans Ziel. Und wir ersetzt das bitte nicht durch Blei. Was sind denn die? Sind das Kupfer? Okay. Wir machen genau was wir vorgemacht haben. Wir cutten hier mal die Verbindung. Sollen wir das restliche Wasser verbrauchen und dann ist schwierig. Müssen wir schauen, dass wir hier möglichst so viel wie möglich Wasserstoff rausbekommen, ohne dass wir Sauerstoff einsaugen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das heißt, die müssen aufhören zu arbeiten. Also noch genug Wasser drinnen. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Vielleicht müsste man diese Räume hier auch ein klein wenig höher bauen. Um eins höher bauen, damit der hier... Oder ein bisschen anders dimensionieren die Sachen. Damit die hier kontinuierlicher arbeiten können. Warum können sie das nicht bauen? Das heißt, unreachable. Du kannst da dahin. Sehr schön. Der Yoshi wird das hier fertig bauen erstmal. Achso, unreachable, weil hier noch keine Tiles gebaut worden sind. Power Transformer. Hallo. Alter. Danke. Neu starten. Schauen wir mal, ob der Scheißdrucker jetzt geht oder nicht.
Oder wenn man gleich wieder mit irgendeinem Blödsinn kommt. Das kannst du bitte aufwischen. Da tropft's runter, wird aber sofort zu Eis, weil es hier unten viel zu kalt ist. Schauen wir hier eigentlich aus. Öl marschiert hier hoch und Petroleum raus. Yay! Ziemlich heißes Petroleum. Ist auch interessant, weil das offensichtlich eine gewisse Mindesttemperatur hat, wenn es rauskommt. Skill point earned. So. Turner. Nisbet. Ellie, nein. Du kannst noch was haben. Aber keine Ahnung, was ich dem geben soll. Wieder brav Natural Gas. Rausgeholt, ausgesondert. Wir schauen mal hier aus mit der Verbindung. Die kommen da hoch. Wir müssen eigentlich nur noch das da hier unten anschließen. Müssen die eigentlich laufen. Der Drucker macht komische Geräusche. So, ihr startet bei 2%, geht's rauf. Bei 60 hört sie wieder auf. Die sollen nur so Spitzen halt irgendwie abdecken, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir halt mal wieder besonders viel Power brauchen. Das steigt ja auch nur langsam der Luftdruck. Allzu viel Natural Gas drin. Und das Öl fließt hier ordentlich nach. Und hier sind wir noch jede Menge drinnen. Der Tepidizer hält das Ganze hier relativ warm. Also warm. Das sollte hier langsam schmelzen. Okay, dann machen wir das Ganze auf minus 15 Grad. Nochmal mehr Power aufwenden. Dann können wir schon auch mal anfangen, das müssen wir eh bald machen, hier mal die Kühlkreisläufe einzubauen. Okay, da können wir, sagen wir mal, 4 Kühlkreisläufe hier durchführen. Ja, nehmen Blei. Blei haben wir so viel. Nein. So, danke. Stimmt, da kommen wir hier nicht so. Okay, können wir drüber brücken. Liquid Bridge. Nein, Mann. Warum kann man nicht mit dem Pfeilrad drehen, wie bei allen anderen Spielen auch? Shit, da kann man gar nicht drüber bauen. Okay, doch anders. Dann sind es nur 2 Kühlkreisläufe leider. Aber es wird schon passen so. Man könnte auch seitlich reinführen natürlich, aber das Problem ist, es funktionieren immer nur die, die natürlich im flüssigen CO2 sind. Ja, irgendwo herunten, wenn da herum nichts ist, dann bringt es nicht so viel. Gut. Da oben kommen die Anschlüsse hin. Da haben wir zumindest 2 Kühlkreisläufe, wo wir Sachen extrem runterkühlen können. Was ist denn hier los? Kein Power mehr. Oh oh. Power out. Fuck. Das ist jetzt nicht gut. Warum nicht mal Kohle oder so? Wir haben nämlich keine Kohle mehr. Oh oh. Die haben das noch immer nicht gebaut. So. Nee.
Das ist jetzt ganz wichtig. Warum kommt hier eigentlich nichts hin? Nein. Da hinaus, da hinein. Kapiere ich jetzt nicht ganz, warum da nichts rauskommt. Oder war das gar nicht gebaut? Das war überhaupt nicht gebaut, deshalb, okay. So, damit haben wir wieder ein bisschen Power Shit. Liam, wo bleibst du? Beeil dich. Liam, Liam, Liam. Oh, danke, sonst tropft uns das da runter und letztendlich ins Öl, wenn es nicht vorher irgendwo gefriert, was sehr gut sein kann, dass es nicht gefriert. War vielleicht auch nicht so ganz bereit zu laufen. Allerdings haben wir momentan eh viel zu wenig Powerproduktion, als dass das ausreicht. Genau, baut mal den Kühlkreisel auf hier fertig. Da haben wir ein bisschen Platz für Ventiltechnik. Das wird auch immer mehr. Die heizen schon? Oder irgendwas heizt hier. Gut, kann auch sein, dass es nur die Raffinerie ist, die hier aufheizt. Weil man in den Tanks ist ja schon Petroleum mit 71 Grad drinnen. Was seine Temperatur allerdings ziemlich hält. Kein Sandstone mehr. Okay. Das ist schlecht, weil die Hatches fressen doch Sandstone. Wenn ich mich da nicht täusche. Schnell, Leute, abbauen bitte. Nein, Otto. Otto, okay, ist Operator. Leider. Temperatur oben passt. Oh, ziemlich kalt. Sandstone, minus 10 Grad. Na schon, Hedge. Toll. Attack. Kohle gut gebrauchen können. Okay, wir sollten uns jetzt mal hier um kümmern. Da muss ich mal ein bisschen den Sauerstoff raussaugen. Ah, den Wasserstoff. Polluted Oxygen. Warum wandert der Wasserstoff hier runter, wenn der Druck hier drinnen sinkt? Mal, dass ich da wieder das sammeln kann. Haben wir hier viel mehr Sauerstoffdruck als Wasserstoffdruck. Warum wandert er dann da runter? Da gibt nicht wirklich Sinn. Ist auch wichtig, dass wir hier keinen Sauerstoff reinziehen. Sinkt natürlich auch hier unten dann so langsam wahrscheinlich der Druck, sobald Sauerstoff hier oben auch reinkommt. Gibt's ja wohl nicht, oder? Muss dann doch da weniger werden. Okay, jetzt zieht sich's langsam zurück. Der Druck von da unten ist doch deutlich größer. Mann, Drucksimulation hat man hier ganz leider nicht so. Ganz offensichtlich. 104 Gramm pro Teil gegen Milligramm oder nicht einmal 2 Gramm pro Teil. Müssen wir da eigentlich den Sauerstoff da oben schon reindrücken. Ist leider nicht so ganz der Fall. Mein Plan ist es ja nur, dass wir. Wobei, sobald wir da draußen die Tür öffnen. Müsste eigentlich der ganze Sauerstoff da reinziehen. Dann müsste das ja trotzdem eigentlich passen. Das heißt, wir können ja mal sagen, Auto. Dann sollten sie das eigentlich bauen können.
Brauchen wir mal eine Leiter runter. Warum liegt der Diamant hier? Das funktioniert hier super. Da liegt alles zusammen. Okay, da war nur noch keiner drinnen, das zu bauen. Das müsste da jetzt noch mal einer machen. Aber die sind momentan wohl damit beschäftigt, hier unten die Kühlloops zu bauen, die jetzt fertig sind. Perfekt. Tragt's mal wieder mal hier bitte das ganze Zeug raus bei Zeiten. Die leisten hier noch gute Arbeit, haben es scheinbar sogar geschafft, die Batterien aufzufüllen. Und das mehr oder weniger im Alleingang scheinbar. Okay. Haben ein bisschen zu wenig Power gerade, aber die leisten gute Arbeit. 1,6 kW. Das wird auch bald fertig, dann haben wir noch mehr Wasserstoff. Brauchen wir auch mehr Sauerstoff. Achso, die Leiter da hätte man gar nicht braucht, die können sie von innen bauen. Kommt man da gerade. Die sind voll, die Transformatoren. Die Batterien werden... Okay, jetzt gerade wieder leer, aber... Okay. Dann schaut bitte, dass ihr das alles daraus entfernt. Dann werden wir da auch einen Kühlloop reinbasteln. Wie schauen wir aus? Wasserstoff bleibt drinnen. Sauerstoff ist wieder reingekommen. Geht aber eher langsam voran, weil die Tür nur kurz offen ist. Wird auch gleich wieder rausgesaugt. Schauen wir mal. Einen Kühlloop hier drinnen. Ist ein bisschen schwieriger hier. So, so, so. Ja, ich würde sagen, so passt das. Oh. Ja, es wird ja eh nichts. Es wird jetzt nicht so heiß da drinnen. Ja, es ist ziemlich schnell wieder ausgekühlt, weil der Sauerstoff rein ist. Also jede Menge Sauerstoff, der deutlich kälter ist, der da eher um die 0 Grad hat. So, Wasserstoff ist schön drinnen geblieben. Da sind wir gleich fertig. Da unten ist noch ein bisschen was zu tun. Dankeschön, das können wir wieder locken. Ja, okay, jetzt wieder was essen. Ist ja nicht so, dass hätten wir hier Stress. Das bitte hier ersetzen. Das müssen wir dann auch da unten noch machen. Da kommt dann die Pumpe. Da kommt die Pumpe rein. Iron. Eisenerz. Prinz Eisenherz. Oh, und da ist der Part schon zu Ende. Oh, und da sieht man, hier ist bereits Wasserstoff reingekommen. Muss es repariert werden. Shit. Aber gut, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Mal schauen, ob der Drucker jetzt geht.